wie sie ihre Revolte anfangen. Achso, schlafen wir erstmal. Ich bin echt froh, dass der jetzt nicht aggro geworden ist. Ich hab noch dabei. Ja, cool, cool. Ich kann ja in die hier reingehen, ne? Wenn ich mich nicht irre, dann haben wir hier auch eine Workbench. Bestimmt! Aha. Hier müsste bestimmt eine drin. Nicht? Oh. Was? Im Ernst? Hier gibt's. Bärtigen, du hast ja überhaupt gar keine Workbench hier reingebaut. Wie soll man. Ach so, aber ich glaube, im Keller ist eine. Tüdüt. Aha. Nein, da. Eine Workbench. So, aber eine sollte jetzt reichen. Sehr schön. Jetzt kannst du wieder nach oben gehen. Schubs, schubs. Ich habe das ja schon mal mit euch gemacht, euch durch die Gegend geschubst. Alles zu eurem Wohle. Dann wart ihr auch ganz brav. Gute Nacht, Aralestra. Schlaf schön. Träum was Schönes. Schön, dass du da warst. Oh, das war ich nicht. Da ist einer runtergesprungen. Selbst schuld. Ihr sollt euch hier jetzt nicht wieder dezimieren. Ne? Das war schon anstrengend genug, euch überhaupt auf die Zahl zu bekommen. Es hört sich für einen Bray immer so an, als wären die voll Depri und würden immer nur permanent rumseufzen. Ja. Da, sie sind auch alle selbstmordgefährdet, wie du siehst. Kein Wunder. Geh lieber da runter. Komm. Es tut weniger weh. Mhm. Tschüss. So, jetzt geht's auch nicht mehr. So, was machen wir mit dir? So. So tut's auch nicht mehr weh. Wette? Und so kommst du hier auch nicht mehr rauf. Gut. Gleich ist es weg. Oh, in dieses Haus hatte ich auch überhaupt gar keinen Fußboden eingebaut. Wie gut. Ich habe sie extra abgebaut. Ich weiß, du hattest sie in der Ecke stehen. Ich erinnere mich noch. Ich hatte irgendwo eine oben unters Dach geparkt. Aber der Roof Frenzy hat wenigstens eine unten im Keller gelassen. Wobei die da ja auch Sinn macht, ne? Wenn der Wirt dann da abends die Mischung nochmal überprüft, ne? Innen sind sie schon mal alle weg. Klick. Fühlt euch nicht gestört. Ich nehme euch mal die Türen hier weg. Ach, sie werden sich ja auch dann bald hier auf einem etwas größeren Areal verteilen, hoffe ich, die meine Dörfler. Wobei, die glucken schon immer ganz schön zusammen, ne? Ich glaube, das liegt daran, dass die wirklich einfach... Ja, die sind nicht nur... auf die Türen fixiert. Ich glaube, die haben gerne Spaß mit mehreren. So. Du stehst mir ein bisschen nahe dran. So, sehr gut. Alles gut gegangen. Ich soll 4 Holz übrig haben. Klar habe ich 4 Holz übrig. Als ich da gerade unten stand, habe ich mir auch so gedacht, so, ja, okay, hätte vielleicht auch mal selbst eine bauen können. Aber pssst. Ist ja überall noch welche drin, nö, ne? In allen anderen hatte ich Türen. Da brauchte ich hier gar keine Zaunelemente. So, wundervoll. Dann steht nur noch das Holz hier.
muss man überlegen, wann es am sinnvollsten ist, sowas wie eine Stadtmauer zu machen. Ob es sinnvoller ist, noch echt eine ganze Weile lang zu warten, bis man sagt, okay, ja gut, mittlerweile weiß ich, wo sollen die Grenzen meiner Stadt verlaufen? Oh. Oder schon mal bauen und immer mal wieder erweitern. Ich habe keine Ahnung. Es gibt aber auch wahrscheinlich keinen richtigen Weg. Oder den richtigen Weg. Ups, danke. Oh, das leckt gerade ganz furchtbar. Ich weiß nicht warum. Pff, also, falsches Spiel. So. Da haben wir noch ein bisschen Cobblestone. Oh, und hier unten gibt es doch schon wieder irgendwelche Zombies, die hier rumgeifern. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die sehen aus, als würden sie jetzt ein Schlammbad nehmen. Oh, und ich verhungere gleich schon wieder. Was mit den Frames? Oh Gott, es leckt gerade auch bei euch ganz tierisch, ja? Oh. Wie kommt denn das? Doch nicht. Puh, doch nicht. Ich habe mich gerade erschreckt. Oh ja, danke schön für den Fackeltipp. Mach ich gleich. Ich habe mich gerade so erschreckt, weil hier stand gerade insgesamt 100 verworfene Frames. Und ich habe jetzt gerade irgendwie gedacht, das wäre ja ganz schlimm. Aber das sind ja nur 0,03% der Frames, die verworfen werden. Ich glaube, das ist nicht allzu schlimm. Oh. Da kam schon wieder Flintstone raus. Wie schön. Genau, und jetzt sind die Fackeln dran. Erstmal hier, genau. Und dann natürlich auch noch hier. Hey Jungs, wollt ihr ein paar Fackeln? Hallo, wie wär's mit einem... Oh! Oder einer Fackel. Hier wohl genug stehen? Ach ja, doch, eigentlich schon, weil das sind ja alles Kürbislaternen, ne? Kürbislaternen sollten eigentlich hier genug Licht bringen. Das ist alles hier so vollgewuchert, ne? Da kann kein Mensch irgendwas erkennen. Könnte rein theoretisch schon anfangen, hier mal einen schönen großen Platz zu machen. Mit einem schönen Gestein. Aber was für eins? Oder überall Lava auskippen. Gibt auch Licht, in der Tat. Da müsste ich aber überall zur Sicherheit Glas drüber verlegen, über die Lava, damit hier die Dörfler nicht brennen. Oder hattest du etwa vor, meine Dörfler brennen zu lassen? Mein Gott, ich erkenne das hier überhaupt alles gar nicht wieder. Gut, wenn wir schon mal beim Abrupfen sind, dann nehmen wir halt den Baum jetzt auch noch weg. Der steht ja dann hier doch nicht so toll. Kann ich gleich mal zeigen, wie ich mir die Stadtmauer gedacht habe. Das ist ja natürlich hier keine richtige Stadt, das ist ja nur ein Dörfchen. Also braucht die auch nur eine Dorfmauer. Würde ich sagen. Nur so hoch, dass hier keine Monster drüber hüpfen. Es wird sowieso schwierig genug an so Bergen und so weiter. So. Schub, schub. Okay. Muss ich erstmal die richtigen Steine verholen? Vielleicht habe ich hier noch was Richtiges drin. Oh Mann. Nee. Nee. Nö. Nein, ich habe nicht das Richtige dabei. Also gehe ich mal zu meinem Loch.
Ich wohne jetzt in einem Loch. Und jedes Mal muss ich gucken, ob hier jemand reingehüpft ist. Ich brauche hiervon was. Moment. Und zwar hatte ich mir überlegt, ich mache es entweder aus Bruchstein, davon habe ich ja noch genug. Oder ich mache es hier aus Steinziegeln. Und dann vielleicht Holz noch. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Ach so, ja, dann fackeln die Dörfler ja auch mit. Dann sind die Dörfler auch eine Fackel, ne? So, ich hatte mir das jetzt so vorgestellt. Ungefähr. So, ist das ein zu viel? Die ist einer zu viele. Wobei, man kann das bestimmt auch alle drei machen. Das sieht vielleicht genauso gut aus, oder? So. Dann kommt hier immer noch so einer drauf. Halt ein anderer Stein, irgendwie eine andere Sorte. Und dann hier zwischen entweder Holz oder Eisengitter. Eisen sieht bestimmt auch schön aus. Das so als komplette Umzäunung meines Dorfes. Da kann auf jeden Fall keiner mehr drüber hüpfen. Weil da ist noch ein halber Stein drüber und über den Zaun kann sowieso keiner hüpfen. Was haltet ihr davon? Oder vielleicht lieber mit Eisen? Ich habe hier wirklich überhaupt keinen einzigen ganz normalen... Keine einzigen Bretter hier? Ist ja irre. Na gut. Ich habe ja glücklicherweise gerade Eisen dabei. Es ist ja ein... Wieso nehme ich denn eigentlich nicht dieses Ding hier? Das wäre doch mal eine Option gewesen, oder? So, wie machen wir denn jetzt Gitter? Gitter? Gitter. Eisengitter gehen auch. Sehen bestimmt auch ganz fein aus. Machen wir mal in der Mitte vielleicht. Sieht dann vielleicht ein bisschen befestigter aus, oder? So. Oh, sieht gar nicht schlecht aus, ja? Was gefällt euch denn besser? Von beiden? Nö, hat keinen besonderen Grund. Ich wollte nur ganz gerne eine Musik laufen lassen, die mir YouTube hinterher... Also die erstens Twitch mir nicht sperrt und zweitens YouTube mir nicht sperrt. Weil ich ja eigentlich jetzt hier gerade auf meinem Let's Play-Server arbeite und das eigentlich ganz gerne auf YouTube hochladen würde. Damit alle Leute, die nicht bei Twitch vorbeigucken, aber mein Minecraft-Let's Play gucken, wenigstens gucken können, was ist passiert. Wieso sieht es hier so komisch aus? Deswegen lasse ich gerade Musik laufen, die auch so oder so nicht bei YouTube gesperrt ist. Das ist momentan der einzige Grund. Kein tiefsinnigerer. Nur als ich letztens zum Beispiel mit dem Drehwerk an meiner Burg gebaut habe, haben wir ja 90er Jahre Musik gehört. Was zur Folge hatte, dass ich glaube, ich weiß nicht, über die Hälfte des gesamten Streams gemutet war. Aber das war mir wurscht. Nicht schied egal, aber Gitter ist besser. Ja, finde ich fast auch. Aber das wollte ich eh nicht hochladen, weil das hat ja nichts mit der Let's Play-Welt zu tun. Also ich kann das ja dann sowieso nicht monetarisieren. Das ist mir aber auch scheißegal. Wenn was nicht geht, dann geht das nicht. Das ist auch wurscht. Oh, Kacke. Nee, Gitter sind gerade scheiße, Bärtigen. Guck mal. Man kann über Gitter einfach rüberhüpfen. Was? Das ist Kacke? Das ist nicht gut? Dann brauchen wir Holz. Tut mir leid. Voll blöd. Das sieht gleich hoch aus. Das sieht vor allen Dingen so aus, als wäre das hier in der Mitte wirklich so hoch wie die beiden Pinüppels hier oben, ne? Ey, man kann hier einfach drüber hüpfen. Boah, stellt euch vor, ich hätte es nicht geprüft. Oh, mein Dorf wäre so schnell entvölkert gewesen. Attentäter hätten sich dann hier breit gemacht und hätten mein ganzes Dorf getötet.
abgemurkst quasi. So. Ich mach mal hier ein bisschen Plan, weil prinzipiell gefällt mir das Gras zwar ganz gut, aber ihr wisst ja, ich kann immer so schlecht... Ich kann mir die Dinge nicht so gut vorstellen, wenn so viel Gras hier im Weg ist. Könnt aber auch gerne einen Vorschlag machen. Ja, Gitter sind nur ein Hoch, so ein Ärger, ehrlich. Ich habe gedacht, die wären genauso wie Steinmauern und wie Zaunelemente eben anderthalb hoch. Das war ja wohl ein Trugschluss, ne? Denn hier eigentlich für den Boden dann später hier für den Dorfplatz? Vielleicht eine Mischung aus sowas hier und Cobblestone oder sowas hier und den Steinziegeln. Ich muss noch mal was da daneben legen, um mal zu gucken, wie es aussieht. Oder Cobblestone. Ich glaube, Cobblestone sieht besser aus, weil der kleiner ist. Das war zu viel. Nee, ich glaube fast, der ist besser. Sieht doch besser aus. Okay, aber ich will mich ja jetzt eigentlich um mein Haus kümmern, ne? Mal das hier eben noch weg. Für später. In der Hoffnung, dass das ganze infektiöse Gras hier nicht wieder zurückkommt. So. Dann nehmen wir das auch noch weg. Was? Drehwerk möchte... Was? Die Welt brennen sehen. Warum? Da müssen auch schöne Wege hin. Ja, da kommen noch schöne Wege hin. Aber hier in der Mitte kommt ja eh auch ein... Dorfplatz hin. Roger sucht nach den richtigen Wörtern. Und deshalb brauche ich mir da jetzt zu Wegen noch keine Gedanken zu machen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Okay, gut. Es sieht ganz schön kahl jetzt aus, ne? Die sitzen bestimmt jetzt alle... Oh, da, sie sind... Sie sind im Sadomaso-Zimmer, oder? Ganz schön aktiv sind sie so oder so. Um das mal klar zu machen. Okay, so, ich habe mein Bett wieder eingepackt. Ich bringe erstmal wieder zurück, ja, und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie... tschüss. Dass wir hier irgendwie wieder ein schönes Haus für mich draufpacken. Am besten schon ein bisschen gehobener Wohnstil, oder? Ach, ich könnte ja auch mal so richtig edel was mal mit Marmor, heißt das nicht, ne? Quarz. Mit Quarz, 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 Quarz bauen. Aber da müsste ich echt eine lange, lange Nähtatur für machen. Ich glaube, da habe ich keine Nerven zu. Aha. Du bist alles Schwarzeiche. Okay, und du auch. Und du, und du. Wow, 11 Äpfel schon. Kann ich ja irgendwann mal mit der Pferdezucht beginnen. Pferdezucht? Hier mein treuster Hund hier unten. Der hockt immer hier unten. Guck mal, ich gebe dir was von meinem Fleisch ab. Das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Die Wolle.
Ja, mach doch heute eine Nittertour. Dann verpasse ich nur das Peinliche. Was? Wieso? Das verstehe ich nicht. Das hast du so gar nicht gemeint, wie ich es jetzt verstanden habe. Bestimmt nicht. So. Habe ich hier noch Platz fürs Gitter? Ja, habe ich. Nein, habe ich nicht, weil ich habe 64 Stück hier schon drin. Was? Warum denn das? Und wie denn? Und warum habe ich so viele Betten? Noch eins. Ich glaube, ich gehe noch mal oben in die Taverne und stelle da für den Wirt und seine Frau auch noch mal ein paar, eine Bettenlandschaft hin. So, eine Bettenlandschaft. Hört sich gut an, oder? Golgabot. Achtung, das ist ein Test. Piep. Guten Abend, Welliver. Schön, dich zu sehen. So, okay. Das weg und das weg. Und das weg. Und achso, ja doch, jetzt habe ich ja Platz für die Eisendinger da hier unten. Also, weg damit. Ich weiß gar nicht, wo ich Kies habe. Ich glaube, hier, wo auch Sand ist. Nee, hier ist gar kein Sand. Hier ist Sand, ne? Yay! Gut, wir stellen die Betten noch auf. Und dann bemitleide mich. Ich habe mir eine Magen-Darm-Grippe eingefangen. Oh Gott, ja, ich bemitleide dich aufs Äußerste. Ach, sowas braucht doch keiner. Gute Besserung, Welle war. No, Leute, ich bringe euch neue Betten fürs Vergnügen. Juhu! Betten, Betten! Na, trefft ihr schon die nächsten Verabredungen? Hier ist privat, ne? Hat euch das schon mal einer gesagt? Ihr seid ganz schön aufdringlich. So, hier stehen nämlich noch gar keine Betten. Hui! Centoxit! Danke für deinen Follow! Und herzlich willkommen im Channel. So, okay. Also ich würde sagen, hier gibt es die mega, mega Spaß-Bettenlandschaft. Eigentlich sollte man das lieber mit. Mann, und man kann von hier hinten auf die schöne Bäckerei gucken. Die Bäckerei ist doch schöner als die Taverne, oder? Nein, aber von innen und von der Deko her ist die Taverne so unübertroffen. Kannst du mal aus dem Weg gehen? Ich würde gerne. Ich hau dich gleich. Lass es raus! Eingesperrt zwischen den Dörflern. Oh. Vorstellung des Todes. Nicht wahr? Jeffrey hat doch heute gesagt, wenn man einen des Todes oder so hinterher setzt, dann wirkt gleich alles viel dramatischer. Was ist denn das für ein geiles Lied? Was für ein geiles Lied? Das ganze Dorf in der Taverne, typisch. Ja, wir haben es doch prophezeit, dass sie hier alle hocken werden. Okay. Mein Gott, das sieht nicht mehr aus wie mein Server. Überhaupt nicht mehr. Ach so, guck mal, da habe ich ja noch was liegen lassen. So, okay. Aha. Ja. Nö. Und die nehme ich mal noch mit. Aber oh, das Diorit braucht nicht. Auch die Kirche ist ein bisschen arkell, finde ich. Aber okay. Aber gut. Vielleicht werde ich da später doch noch Cobblestone verwenden. Wer weiß das schon? Wir werden sehen. Okay. Das ist also die Grundlage, auf der wir bauen.